Nee. Doch. Nee. Och, Alter, jetzt kommen diese fetten Viecher wieder, ne? Na. Okay, da brauchen wir keine Probe von. Toll. Oh, ich habe keine Dinger mehr. Ich glaube, das trifft jedes Mal. Wie sicher kann so ein Viech sein, was rollt? Das ist übertrieben. Das ist doch aber immer so, dass sowas immer extrem übertrieben dann ist. Ja, die Legierungen konnten hätten wir auch schon holen können hier. Ja, ich sehe es gerade. Ich schau mal, ich bin über dir. Ich sehe die. Echt. Hier bin ich. Hallo. Hier ist so gerade so ein grüner Schleim gelaufen. Da ist er doch. Kann ich dir was rauslutschen hier? Nein. Den habe ich runtergeschlagen, aber da soll ja angeblich was drin sein. Was unzeitliches Blobmonster bekannt dafür, glänzende Dinge zu fressen, die herumliegen. Frage ich mich, ob wenn man das füttert, ob man da, ob der dicker wird. Müssen wir mal hier Viecher ranholen. Viecher ranholen, hier ranholen, Viecher ranholen, Viecher ranholen, hier. Die Dinger auch nicht einsammeln, die fallen lassen. Was gehen wir da rein? Los jetzt. Jetzt läuft er schon dahin. So, ich gucke mal, was jetzt passiert. Ja, er wird größer. Ja, das sehe ich auch. Kann man ja kaputt machen, nein. Dann schaue ich irgendwann Platz, der vermute ich mal. Wie? Moment, wenn hier so ein Watschenkraut ist, ist dann da drin auch wieder irgendwas? Ja, gut. Nicht so was, was ich mir gedacht hatte, aber trotzdem was. Wo ist denn der grüne Schleimkollege? Da ist er ja. Frisst er sowas auch? Es glänzt. Das versuche ich hier gerade rauszufinden. Ich habe da mal so ein paar HP-Dinger hingescheuert. Ja, die frisst er auch. Ich glaube, jetzt hat er gleich Verdauungsstörungen, so wie der aussieht. Jetzt hat er alle aufgefressen. Okay, er frisst auch die HP-Dinge auf. Können wir ihn ja. Ist da noch was drinnen? Nee. Nee. Schau, ob da irgendwas in der Höhle ist. Unter Wasser? Hinter Wasser? Nein.
Ja, da oben war ich schon, da ist nichts mehr. Da war nur das Watschenkraut. Aber irgendwo soll es ein Geheimnis geben, aber. Oh. Na, irgendwo. Ich habe was ganz anderes gerade gesehen. Anders, ganz anders hast du gesehen. Ja. Glaube ich, habe ein Geheimnis gesehen. Glaubst du, weißt es? Ich glaube es zu wissen. Ich weiß noch nicht, ob wir da hinkommen. Okay, die Vögel sind wieder umgespawnt hier. Ja, dann kümmere dich, du dich mal um das Gevögel. Wo ist der Blob jetzt hin? Das ist aber nicht erst despawned. Wahrscheinlich. Ich habe ein Geheimnis gefunden und da sprasselt ganz viel Lava rum. Die Lumm. Ja, der Blob ist wahrscheinlich despawned, wie es aussieht. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkommen soll. Aha. Das sieht mir nach was zu scannen aus. Scannen. Das war das. Und eine Legierung. Auch nicht wieder Lavahöhle. Oh, doch. Ach, die respawnen die Dinger. Das Loch hier. Wieder ein Geheimnis gelüftet. Einmal Köder auffüllen hier, wenn ich gerade da bin. Meter in der Nähe von mir ist noch eine Kugel. Meter unter mir ist eine Kugel. Dann gebe ich noch 56 Meter da drüben. Hä? Okay. Ja. Beim Blob, da wird mir hier auch was angezeichnet. Ich glaube, der Blob hat auch eine Kugel drin. Armer Blob. Das kann nicht gesund sein. Boah, es geht. Toll. Das ist hier in dem Felsen? Wie soll denn das da gehen? Jetzt haben wir nicht mal geguckt, wir haben nur einen Blob von oben ran. An dem Ding, dann kriege ich einen Krampf. Ja, das könnte natürlich sein. Dadurch, dass wir ja jetzt Doppelsprung und so können. Na, das Vieh ist mir wieder despawned und oben wieder hingespawnt. Wie jetzt? Na, ich glaube, ist weg. 97 Meter da lang. Das ist aber dann eher schon bei dir. Hier ist 75 Meter da lang, 75 Meter da lang. Haben wir vorhin da drin irgendwo ein Ding übersehen?
Das scheint in Felsen hin. Ich habe so eine Qualle gestochen. Ist eine Qualle gestochen? Na. Was sagt die Qualle dazu? Ja, finde das nicht so witzig. Aber muss halt wirklich nah ran und dann, ja. 63 Meter da unten. Da weiß ich immer noch nicht, wo das sein soll. Ach nö, das sind diese komischen Viecher. Ich glaube, jetzt hat er mich gesehen. Ja, hat er. Wow, voll auf die 12. Ja. 33 Meter. Wahrscheinlich da oben dann drauf, oder was? Nee, hä? Moment, werden hier Sachen angezeigt, die wir schon gesammelt haben? Ich glaube nicht. Ich... glaube irgendwie schon. Hier wird nämlich eins angezeigt, wo wir garantiert schon gemacht haben. Weißt du oder glaubst du? Nee, weiß ich. Das ist nämlich das, wo wir die beiden Viecher da getötet haben, die beiden komischen Köter, die sich da drehen. Und das Ding wird mir immer noch angezeigt. Und das haben wir definitiv schon geholt. Diese Waffenauswahl, ne? Nee, hä? 35 Meter unter mir. Unterhalb von den beiden Kötern. Wie soll denn das gehen? Ups. Ah. Scheiße, scheiße. Oh, das war knapp. In dem Felsen drinnen. Das ist doch... Du auch, das soll hier irgendwo eine Höhle sein. Ja, aber wir haben doch hier schon die ganzen Höhlen abgegrasen. Abgegrast. Ah, Moment. Wo sind meine... Da sind sie. Warum kann man da Schlabberdinger hinkleben? Seite irgendwas, was wir übersehen haben. Und da ist ein Schlabberding zum... Moment, wo geht's denn da hin? Irgendwo in diesem Berg drinnen, aber ich finde keine Möglichkeit, in diesen Berg reinzukommen. Hmm.
Reicht nicht. Scheiße. Und tschüss. Oh, es ist nicht so wirklich leicht, dahin zu kommen, wo die sind. Ich verstehe halt nicht, wo das sein soll. Das ist mein Problem. Das ist wahrscheinlich einfach nur versteckt. Ja, dass es versteckt ist, das... Aber es muss ja auch irgendwo einen Eingang in diese Höhle geben, also in diesen Berg geben, sonst macht das ja keinen Sinn. Und ich finde halt keinen Eingang in diese Höhle, egal von welcher Seite. Also ey, in diese Höhle ist ja schon... Was ich halt nicht kapiere, diese komischen Tore, die wir schon links wahrscheinlich oft hätten machen müssen können. Diese komischen Tore, die sich schließen, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich denke, die hätten wir schon links aufmachen können. Also müssen. Ja, aber wir können sie ja nicht. Wir können sie ja nicht aufmachen. Ja, aber ich weiß auch nicht, was die gesagt hat dazu. Sie hat bestimmt irgendwas gesagt dazu. Sie hat gesagt, wir kriegen eine Beschichtung. Und dann können wir die Dinge aufmachen. Aber es hat ja. Wir können die ja nicht aufmachen. Da habe ich auch das Gefühl, dass man die Dinger schon längst aufmachen hätte müssen können. Ja, aber wir haben ja keine Möglichkeit, sie aufzumachen. Da muss ja auch noch irgendwas drin sein. Hier drüben. Ah, da geht's nur in den Tod. Unentschieden. Ich würde vorschlagen, dass wir heute Abend aber auch... ja, jetzt. Ich denke auch. Wir haben... Ach, die Dinger kommen noch zu treten, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ist klar. Teleport. Hä? Nein, das ist ein Teleporter, den habe ich. Wo war jetzt nochmal der Teleporter? Bei mir. Na, da drüben ist einer. Nimm den da hinten. Ja, den hast du auch. So. Können wir hier irgendwas außerhalb von der Chevelin machen? Oh nö. Das wollte ich mir nämlich gerade mal anschauen. Ach, das sehe ich auch.
Button bringt nichts. Schockfrüchte, das muss ja irgendwas mit der Fritz tun haben, nee. You can craft an upgrade if you wanna. So, jetzt auch das Schleimding. Oder der Schlagschuss. Aber ich sehe auch dieses komische. Komische Legierung nicht oder was auch immer. Rucksack, hier Ausrüstung. Achso, du bist ja gerade drin, bin ich dämlich. Kannst auch rein. Ja, wahrscheinlich, weil wir es noch nicht können. Weil das steht zum Beispiel, da brauchen wir Rang 4, bester Detektiv zum Beispiel bei dem einen. Bei dem hier steht Forscher Rang 3, dann brauchen wir irgendein Element, was wir noch nicht haben. Rang 3 Forscher. Ach, dann mache ich das einfach mal. Schlammdetektor. Dann steigen wir auch Level auf. Und hier statische Panik, unentdecktes Element. Schlagschuss. Der hier. Upgrade complete. Dann kommen wir nehmen doch das mit, das Einzige, was wir noch können. Ja, habe ich gerade gemacht. Weil wir mal schauen, wir. Problem ist, wir machen beim Journal. Wir machen den Kleinkram nicht. Erforderlicher Rang 3. Und dazu müssen wir halt diese Lebenproben machen. Die Kreatur mit dem Säure. 4 von 3 Sekunden. Bla. Erst dann. Damit schalten wir den anderen Krimskrams frei. Da kriegen wir den Ground and Pound, der Kundeplaneten weiter, bla bla bla. Das ist die Sache mit dem Kartografen. Spaß mit Dings, da kriegen wir den Pestbombenstabilisator. Ja. Das wäre dann dieser ganze Kram hier, was ich jetzt mal gerade markiert habe. Was man natürlich jetzt eh nicht sieht, aber... Wir müssen halt mit dem Journal weitermachen. Erst dann, damit schalten wir dann erst den anderen Krimskrams frei. Ja. Aber das können wir beim nächsten Mal machen. Ja. So. Und sagen wir einfach mal für dieses Mal danke fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr hattet Spaß, so wie wir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.